So, und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Final Fantasy 14. Hier ist gerade, ja, lustigerweise direkt so ein Fate-Ereignis gespawnt, da wo ich gerade die Molche getötet habe. Ich habe übrigens auch nebenbei noch die Mistfliegenwolken hier getötet, die hier waren, und die Sonnenfledermaus. Jetzt brauchen wir noch Grabräuber Spriggan, gefräßiger Jason und einen Quigirren Panzerbrecher. Dann haben wir den ersten Rang anscheinend fertig. Und ja, dann können wir den Rang 2 machen. Und so weiter und so weiter. Also da gibt es noch eine ganze Menge zu tun. Ja. Gut, bei Varen zur Inspektion melden. Dann schauen wir uns doch mal an, wo ist denn der hier? Ist der das hier, ja? Ach nee, das ist das gar nicht, das, was ich wollte. Kokobani war also die Naltkreuzung. Der Naltkreuzgang. Da schauen wir uns das jetzt einfach mal an. Ich habe ein paar Kokosblätter gesammelt von diesen komischen Level 3 Viechern. Viel gebracht jetzt aber nicht. Die 500 Routine da, die 500 Erfahrung. Ist jetzt nicht unbedingt so toll. Aber gut, haben wir einfach mal so mitgenommen. Direkt nebenbei, ich werde nicht meckern. Was ich zwar gerade getan habe, ist doch egal. Hat keiner gehört. Auf geht's zu unserem Taumaturgenmeister. Taumaturgenmeister. Immer weiter geradeaus, wirklich bis ans Arsch der Stadt, bis an den Arsch der Stadt. Da haben die sich wirklich ein tolles Plätzchen ausgesucht. Eine Grabkammer gibt es ja auch noch, da müssen wir auch noch rein irgendwann, bestimmt. Ansonsten will ich da so oder so rein. Auf geht's nach hinten. So, mal schauen, ob die jetzt irgendwas haben, wo ich jetzt nochmal hinlatschen muss. Was würdest du tun, wenn im Kampf das Mana ausgeht? Mein Zepter wie eine Keule schwingen. Ja, das Zepter ist mit Sicherheit ein Instrument des Todes. Deines Todes, du Dummkopf. Ich erinnere dich an das erste Kapitel. Wir gehen nicht auf Tuchfühlung mit dem Feind. Hey, okay. Ist ja auch egal. Den gepanzerten Transporter oder so und Amalia-Blut besorgen. Östliches Tarnaland, da war ich glaube ich noch gar nicht gewesen. Schauen wir mal, wie wir da hinkommen. Westliches. Gut, müssen wir also anscheinend durch einen Kreuzgang. Schauen wir mal, ob wir gleich hier durch können. Müsste eigentlich sein. Das Kolosseum. Wir werden da sicherlich irgendwo an der anderen Seite wieder rauskommen. So, gibt es hier irgendwo eine Quest? Sehe ich nicht. Okay, dann gehen wir in die Naltkreuzung wieder rein. Gute Frage, wie kommen wir... Es führt anscheinend alles in dieselbe Richtung, aber irgendwie komme ich nicht zu dem östlichen Ding, wo ich eigentlich hin will. Gehen wir mal da oben lang. Der Naltkreuzung. Da habe ich zwar gerade gefühlt auf der Map schon gesehen, aber wir gehen da trotzdem mal hin. Achso, man kann sogar die unterschiedlichen Ebenen anwählen. Interessant. Falsche Seite. Ja, es kommt davon, wenn man die Minimap umstellt. Oh, zentrales Tarnalan. Da will ich aber nicht hin, oder? Ich will ins östliche. Finden wir schon irgendwie. Denke ich. Ja, nee, irgendwie ist immer das gleiche, wa? können wir irgendwie eine riesige Map Tarnalan? Okay, müssen wir trotzdem mal dran zentrales Tarnalan. Dann gehen wir mal nach vorne. Hier vorne durch. Vielleicht müssen wir wirklich über die Steppe hinweg hindurch. Oder über die, ja, über die Wiesen, Plantagen, wie auch immer man es nennen will. Einöde. Wüste. Da ist das östliche Tarnalan. War ich da nicht gewesen? Fast? Okay. Baum des Sultans. Also gibt es eine ganze Menge Orte. Rangierbahnhof, Garten des Sultane. Die vier Schwestern habe ich noch gar nicht mal erkundet, so wie es ausschaut. Und ich bin jetzt auf dem Weg. Ja, hier vorbei dann.
Ah, okay, ich muss also doch wirklich da hinten lang. Dann würde ich sagen, gehen wir hier mal die Dings lang, die Brücke. Da ist ja eine. Die habe ich schon erspäht. Dann schauen wir mal, was es da hinten so Schönes gibt. Ist ja ein neues Gebiet, kriege ich mehr Erfahrung. Dafür, dass ich sie erforscht habe gerade, das Gebiet. Und bis wir da sind, dauert noch ein bisschen. Die Riesenschildkröte ist auch wirklich echt eklig. Riesig. Unheimlich. Ja, mein Sprint ist schon wieder abgelaufen. Mann, Mann, Mann. Oh, ich falle tief. Ich gehe mal lieber durch die Brücke. Obwohl, das ist es ja schon, ne? Dann würde ich sagen, schaue ich einfach mal hier so lang. Einfach nur geradeaus, passt schon. Oh. Ein riesiger Frosch. Orobon. Au, eine Giftkröte, die ist sogar aggressiv. Ihr seht links dieses rote Symbol. Das heißt, sie sind aggressiv. Das heißt, wenn ich nah genug vorbeigehe, dann fokussieren die mich und greifen mich an. Der unheilige Erbe. Na, noch hat mich keiner gesehen. Will ich auch nicht unbedingt riskieren. Eigentlich schon gut gelevelt hier die... Ah, Gott, hat er mich erschrocken. Du hässliches Mistvieh. Jesus. Schäm dich da hinten, ey, wirklich. Dämliche Kröte. Und wir sind im östlichen Tarnalan. Juhu. Da, wo ich hin wollte. Was wollte ich hier eigentlich? Irgendeine Quest abgeben, glaube ich. Knochenbleich. Und ich glaube, die Monster werden nicht unbedingt schwächer sein als... Alter, dieses Gebiet ist ja auch nochmal riesig. Da ist unser Questgeber. Ja, Level 15 sind die hier schon. Das ist also nicht gerade unser Gebiet. Da sind wir noch ein bisschen zu schwach für. Aber wir müssen trotzdem die Quest abgeben. Jetzt habe ich einen Trank benutzt. Scheiße. Gut, ich werde diesen Sprint doch wieder nur anklicken. Leck mich. Gepanzerter Transporter. Interagieren. Na, dann kommt mal her, Amalia Vermüste. Es könnte sein, dass ich sterben werde. Ich weiß es nicht. Obwohl, nö, doch nicht. Wir kriegen recht viel Damage. Ah ja, mein Frostzauber. Pam, einer ist schon mal tot. Den Schockzauber gleich noch hinterherziehen. Oh, was hat der als Feuerstachel? Okay. Der Gegner lernt bei jedem Angriff Schaden durch das Element Feuer. Dann kann ich mir doch denken, dass die Gegner anfällig gegen Eis sind, oder? Amalia-Blut besorgen. Gepanzerter Transporter. Kokobani wieder, das heißt, es geht wieder zurück. Ja. Wie lange denn noch? Warum? Habe ich da noch gar nicht eingesetzt, oder? Ah, leck mich, dann laufe ich halt. Muss ich ja wohl. Ah, die sind schon wirklich hart hier, Level 15. Glücklicherweise waren die Viecher gerade nur Level 7. War da also nicht ganz so schwer. Die Gefahr des Mangels sollte dann auch fast schon beendet sein. Dann werden wir wahrscheinlich wieder bis einige Level voraus keine Quest bekommen. Ein Ärger aber auch. So, kann ich jetzt einsetzen? Immer noch nicht. Mann, Mann, Mann. Da hätten wir theoretisch eine Fate-Aufgabe. Ah, diese Frösche gehen mir auf den Sack. Ich gehe mal die. Oh Gott, der nächste schon wieder. Da gehe ich mal lieber außen rum. Ganz weit außen rum. Noch weiter außen. Die mögen mich nicht so besonders. Merk schon. Ich habe euch doch noch gar nichts getan. Der nächste, der mich fokussiert, ihr leckt mich doch.
sprinten. Das Cuva Pfarrhaus. Da ist also ein Fate-Event. Okay, jetzt muss man wieder Frachtkisten liefern. Heißt also Gegner besiegen. Bla bla bla. Will ich das unbedingt? Ich glaube nicht. Schon wieder so ein kleines aggressives Monster. Können wir jetzt Rückführung benutzen? Immer noch nicht. Ja, komm. Ich habe es ja schon so oft eingesetzt. Oh Gott. Ob ich da sterbe? Nö, nur 20 Schaden. Ist ja nix. Wir müssen leider zurücklaufen. Füttern verboten. Na, die Quest will ich doch haben. Level 5. Das ist doch passend für uns, oder? Das ist doch total easy. Können wir durch den Tunnel durchlaufen? Gibt's hier was Spannendes? Nicht mal was zu essen gibt's ja, also wirklich. Der ist hier direkt neben uns. Habe ich unbedingt da runterlatschen? Irgendwie nicht so, oder? Ja, wir sind ja eh gleich beim Naltkreuzgang. Das ist ja, muss ich so oder so. Ein fatales Ereignis ganz in der Nähe. Eine Riesenhornisse. Nö, ist er nicht. Alles klar, wir müssen immer noch zurücklaufen, weil wir noch keine Rückkehr benutzen können. Das ist natürlich sehr ärgerlich, weil es einfach mal sehr viel Zeit kostet. Aber wir sind gleich da im Naltkreuzgang. Nalt. Ja, ist doof, dass die Rückführung so lange braucht. Ich weiß gar nicht, wie selten ich die einsetzen kann. Und wir haben 3058 Gil mittlerweile. Kann mich draufklicken, passiert gar nichts. Okay. Da passiert gar nichts, okay. Dann halt noch nicht. So, schauen wir mal in der Gilde gleich vorbei. Unserer, doch, ist das Gilde gewesen? Ja, ne? Am Arsch der Welt da unten. Ja, die Taumaturgen-Gilde. Auf geht's. Ja, da war Waymond. Ja, was brauchen wir denn eigentlich noch? Wir brauchen Schuhe. Eigentlich noch bessere Schuhe, aber bevor wir die Quest dann halt weitermachen können bei dem einen Typen. Wir müssen ja alles Level 5 haben vorher. Wahrscheinlich würde mir so oder so noch was fehlen, wenn ich's kaufen würde. Ich kenne mich doch. Wir haben es geschafft, Leute, wir sind da. Jetzt kann ich bestimmt die Rückführung benutzen. Immer noch nicht, okay. Ist ja eine sehr lange Cooldown-Zeit. Das sind ja jetzt mindestens schon 13 Minuten, glaube ich. Ja, komm, hier, nimm. Leck mich. Gib mir was auch immer, gib mir mehr Power. 10, 24, 30. Ja. Ah, schon wieder der kleine Bruder. Cool. Wir haben ihm also geholfen, so ein bisschen. Mann, ey, weißt du, du bist so eine Pusi bist du, eine Pusi. Der soll seine komischen Tränke brauen und fertig. Tränke brauen ist doch auch was Tolles. Oh, sei ja eingeschnappt, Kleiner. Du kleiner Fratz, du. Die Kiste mit Ätherfion und das Amalia-Blut zu Kokobani bringen. Abenteurer können ja auch mehrere Charakterklassen erlernen, das ist jedoch empfehlenswert, sich zunächst auf eine Klasse zu konzentrieren und diese zu meistern. Da stand gerade irgendwas. Ich glaube, das war diese Belohnung von wegen hier. Na, sag schon. Ich hab's wieder vergessen. Level 10, halt Charakterklassenentwicklung. Ja, das kann ich leider nicht mitnehmen, obwohl das ziemlich viel bringt. Intelligenz, Konstitution und Willenskraft. 6 und 13.
Ah, schwer, schwer, schwer. Also ist sonst alles Müll, das ist hier fast dabei, aber ab Level 11, okay, also nächste Stufe. Das würde mir so viel wie auch wieder bringen, eine Magieabwehr. Und Level 11 sind wir auch bald. Leider haben wir hier keine besseren Beine. Aber ein Kopfverzepter kriegen wir. 13, 3 Schaden mehr, cool. Ja, würde ich sagen, nehmen wir einfach mal die Hanfgala-Handschuhe mit. Ich meine, Schaden kann es nicht. Und jetzt wird er wahrscheinlich Level, was weiß ich, haben. Ja, Level 15. Klassenwechsel freigeschaltet. Jetzt müsste mir einer sagen, Ausrüstungssets nun verfügbar. Er geht sogar richtig krass ab, erst ab höherem Level. Ich wollte mir gerade was anlegen, und zwar eine bessere Waffe. Die ist ja wesentlich besser. Und gibt sogar eine Intelligenz, aber ich glaube, die hat auch schon eine Intelligenz gegeben, ja. Anlegen. Gut, Kopf kann man nicht tragen. Handschuhe sind auch noch keine. Achso, ja, die haben Level 11 natürlich. Schuhe, auch schlechter. Die kann ich überhaupt gar nicht tragen. Ich glaube, es ist einfach ein Zweierstart, deswegen kann ich das nicht tragen. Kann ich doch tragen? Komisch. Letztens konnte ich es nicht tragen. Wahrscheinlich, weil die Waffe jetzt vielleicht eine Einhandwaffe ist. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ja, schauen wir mal. Schauen wir mal nicht, denn wir haben schon wieder lange die 15 Minuten überschritten. Ich würde sagen, wir machen kurz eine Pause. Ich mache mal Quests und so weiter und wir sehen uns dann, wenn ich die Klassen gefunden habe, die man wechseln kann. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Part wieder von Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal dann. Ciao.